Im Rostocker Museumsgebäude in der August-Bebel-Straße 1 eröffnete dieser Tage eine neue Ausstellung, die sich dem Maler Paul Müller-Kempf widmet. Das Kulturhistorische Museum präsentiert hier im Zusammenwirken mit der Sozietät Rostock maritime Werke des Begründers der Künstlerkolonie Ahrenshoop. Für das Schaffen von Müller-Kempf war die norddeutsche Landschaft prägend, die er immer wieder in lichtdurchfluteten atmosphärischen Werken einfing. Rund 100 Werke des Künstlers, teils aus privaten Sammlungen, werden in der Ausstellung gezeigt. Die Werkschau von Paul Müller-Kempf ist bis zum 2. November in Rostock zu erleben.